Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid bei 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Heute ist Donnerstag, 6. Juli. Ja, schon kleiner Freitag. Ich bin Celine und neben mir sitzt Christina. Hallo. Und wir erzählen euch heute in unter 10 Minuten, was heute so los war. Genau, es geht um den ersten Ferientag. Wir müssen uns nämlich tatsächlich auf Staus einstellen. Die Privatjets von VW stehen in der Kritik. Jetzt fordern die letzte Generation und Greenpeace, die Flotte abzuschaffen. Und in Wolfsburg geht der Triathlon am Sonntag in die 36. Runde. Christina, was würdest du jetzt machen, wenn du Sommerferien hättest? Gute Frage. In Urlaub fahren. Oh ja. Am Strand liegen irgendwo. Ja, 6 Wochen nichts tun, das klingt schon ziemlich verlockend. Gestern sind die ersten ja schon Richtung Süden zum Beispiel abgedüst und haben vermutlich die Staus ganz schlau umfahren. Aber wenn man erst die kommenden Tage losfährt, dann muss man sich auf einige Staus einstellen. Das stimmt, denn leider sind wir ja nicht die Einzigen, die Ferien kriegen. Also es sei ja allen gegönnt. Aber es geht auch in Bremen los, in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen. Also wer mit dem Auto unterwegs sein will in den Urlaub dieses Wochenende, der muss sich gerade so auf den Hotspots A2, A7 schon doch auf Stau einstellen. Das sagt zumindest die Prognose vom ADAC oder auch vom Autoclub Europa. Auf unserer Website haben wir einen Überblick über die Routen, die am stärksten belastet sein werden. Oftmals in beide Richtungen. Den Artikel verlinken wir euch in den Shownotes. VW soll seine Privatjets abschaffen. Das sagen zumindest Umweltschützer, also die letzte Generation und Greenpeace, die haben sich jetzt dazu geäußert. Und man muss sagen, es sind tatsächlich gar nicht so wenige Flugzeuge. Also VW hat 8 Privatmaschinen, die zum VW-Konzern gehören. Und die haben im vergangenen Jahr 2800 Flüge gemacht. Also das klingt irgendwie total abstrakt. Wenn man es ein bisschen runterrechnet, dann sind das 8 Flüge pro Tag. Das heißt, jede dieser 8 Maschinen wird irgendwie so einmal am Tag genutzt. Das zumindest hat jetzt ein Rechercheteam von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung herausgefunden. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass VW so eine große Flotte an Privatjets hat und dass die dann auch noch so viel fliegen. Weiß ich nicht, unvorstellbar. Dabei ist der Grund eigentlich ganz simpel, denn nicht alle der 118 VW-Standorte liegen in der Nähe von internationalen Flughäfen. Das stimmt, und dann sagt man natürlich, naja, die wichtigen Menschen bei VW, die müssen möglichst schnell von A nach B kommen. Die Umweltschützer sagen, naja, das könnte man vielleicht auch mit dem ICE machen. Kann man sich jetzt drüber streiten. Übrigens ist es aber auch so, dass die Jets gar nicht nur von VW-Bossen genutzt werden, sondern zum Beispiel auch unser Ministerpräsident Stefan Weil, der ist ein paar Mal dienstlich damit geflogen. Der sitzt da ja auch im Aufsichtsrat bei VW. Es gibt zum Beispiel aber auch private Flüge Richtung Fuerteventura und so, wo man schon mal hinfliegen kann. Eine ganz genaue Übersicht, die findet ihr in unserem Artikel. Verlinken wir euch in den Shownotes. Am Wochenende wird es sportlich in Wolfsburg, denn dann startet der 36. Volkstriathlon am Allersee. Christina, sag mal, hast du schon mal an so einem Triathlon teilgenommen? Tatsächlich nicht. Also ich hätte jetzt beim Braunschweiger Nachtlauf mitgemacht, das wäre das erste Mal irgendwas in die Richtung gewesen, aber hat ja dann doch leider nicht stattgefunden. Naja, ist nicht so schlimm, weil Christine, unsere Grafikerin, und ich wollen nächstes Jahr mal den Start wagen, wenn das alles so wieder mit meinem Knie fit ist. Haben wir vorhin einfach mal so beschlossen. Wir suchen noch eine Schwimmerin. Vielleicht kannst du ja dann mitmachen. Wir reden da später nochmal drüber. Ja. Es gibt ja auch schon 340 andere wahrscheinlich erfolgreichere Sportlerinnen und Sportler, die sich da angemeldet haben. Die nehmen dann natürlich dran teil, also Laufen, Radfahren, Schwimmen, alles die üblichen Disziplinen. Und die wollen sich da dann messen. Das Ganze startet am Sonntag um 11 Uhr. Und das finde ich richtig krass. Die sind richtig krass unterwegs. Die ersten Athleten werden schon um 12 Uhr im Ziel erwartet. Nach weniger als einer Stunde. Ich glaube, ich habe was vor nächstes Jahr um die Zeit. Ja, vielleicht muss ich es mir auch doch noch mal überlegen. Die Stadt weist übrigens jetzt schon auf Verkehrseinschränkungen hin. Mehr dazu erfahrt ihr bei uns auf der Webseite. Und wo wir jetzt gerade schon so sportlich unterwegs sind. Naja, wir ja nicht. Aber gedanklich. Zumindest gedanklich. Wir bleiben nämlich jetzt auch so halbsportlich. Ne? Also in den sozialen Netzwerken gibt es gerade viel Aufregung um einen VfL-Stürmer, also den Dänen Jonas Wind. Der ist ja Stürmer beim VfL Wolfsburg. Und in der Sommerpause, ja, war der ganz gut unterwegs, kann man so sagen. Also er hat ein paar Fotos von sich auf einem Festival gepostet. So, ja, mit den typischen Dingen, die man halt auf so einem Festival so macht. Ne? Also eins, das zeigt ihn zum Beispiel beim Trichtern, das andere
Ne, wir kennen es alle, Nudeln auf der Erde essen und so weiter und so fort. Und das Netz fragt jetzt, darf der das überhaupt? Der ist Profisportler. Der muss auf sich und seinen Körper aufpassen. Ja, denn jeder, der schon mal auf ein paar Tage auf dem Festival war, weiß, so gesund ist das gar nicht für den Körper. Der VfL sagt aber, alles entspannt, alles easy. Er hält seine Trainingseinheiten ein und die Werte sind alle gut. Also alles top, weiß gar nicht, was die haben. Ja, ich finde auch. Also ne, wenn man das einhält alles und seine Vorgaben hat, die dann laufen, warum nicht, ne? Und vor allen Dingen ab jetzt am Wochenende muss er ja eh wieder ran, ne? Also Samstag ist Leistungstest, Montag geht dann das Training wieder los. Eh vorbei mit der Feierei. Und das war heute sonst noch wichtig. Am vergangenen Wochenende hat es ja einen schlimmen Unfall am Bahnhof in Salzgitter-Bad gegeben. Ein Mann war nach dem Altstadtfest zwischen Zug- und Bahnsteigkante gefallen. Er hat dann mehrere Tage im künstlichen Koma gelegen und jetzt gibt es traurige Gewissheit. Er hat den Unfall nicht überlebt und ist im Braunschweiger Klinikum verstorben. Wenn ihr gestern Abend in Braunschweig unterwegs wart, dann wird es euch sicher aufgefallen sein, es hat wieder Demos gegeben. Zuerst vor dem Rathaus, da war eine Kundgebung nach dieser Schiffstragödie Anfang Juni im Mittelmeer. Also da sind ja super viele Leute gestorben. Ich glaube, um die 500 waren es. Und es ging natürlich um Menschenrechte und um mehr Flüchtlingsschutz. Also viele Organisationen, die sich dafür einsetzen, die waren dabei. Und dann ist später auch noch die letzte Generation dazu gekommen. Und die haben dann wieder einen Protestmarsch über den Bohrweg gemacht. Ja, bisschen ungewöhnliche Kombi, würde man meinen, aber der Sprecher der letzten Generation hat das so erklärt. Viele Menschen flüchten ja auch eben, weil sie aufgrund von Klimaerwärmung und so weiter in ihren Ländern nicht mehr leben können. Deswegen hat man also gestern in Braunschweig zusammen protestiert. Genau, und noch ist zwar nicht so ganz Wochenende, aber wir haben schon mal trotzdem einen kleinen Tipp für euch. In Königsutter startet das Ducksteinfest, nämlich auch schon morgen. Da geht's dann auf dem Marktplatz richtig rund mit Liveband, DJs und so weiter. Und bis Sonntag ist da eigentlich dann durchgängig Programm. Das war's für heute. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder was auch immer habt, schreibt uns eine Mail an 5nach5@funkemedien.de oder meldet euch per WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Feierabend. Tschüssi! Tschüss!